wir sind heute in Hohenhagen im Serengeti-Park. Ja. Der Mike ist auch dabei. Ich bin auch dabei, wie immer. Genau. Und ja, heute werden wir ein paar Fahrgeschäfte fahren und ganz viele Tiere sehen, hoffe ich, ne? Genau, wir haben eine Bustour geplant. Wir haben auch ganz angenehm geschlafen, denn wir haben heute hier sogar in einer Dschungellodge geschlafen. Ja, das ist sehr cool. Schön, genau. Blenden wir euch einmal ein, da wird es nämlich ein kleines Extra-Video zu geben, eine kleine Roomtour. Und freuen uns jetzt mal ein bisschen nass zu werden, es ist nämlich ziemlich warm heute. 30 Grad sind angesagt, wir fahren jetzt mal eine spektakuläre Wasserfahrt. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Und wir gehen jetzt da rein, da ist der Eingang, kommt mal mit. Auf genau. Geht's. Noch haben die Fahrgeschäfte nicht auf. Die ersten machen so um 10.30 Uhr auf. Wir gehen uns jetzt mal Richtung Black Mamba und ja, hoffen, dass wir dann damit heute unsere erste Fahrt machen können. Ach, bin ich trocken. Mal gucken, wie es gleich aussieht, wenn ich wieder rauskomme. Ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Mike fährt nicht mit, der möchte nicht nass werden. Ich hoffe, ich werde auch nicht allzu nass. Und ja, sieht ja wunderbar aus, mit so einem tollen Kragen. Und ja, mal gucken, wie die Fahrt wird. Okay. Wenn ich diese Fingerbewegung mache, richtig gut festhalten am Weg. Ja? Okay. Kannst du bitte deine Füße auf die Schale stellen? Genau. Dann viel Spaß. Keine Ahnung. Oh, Scheiße! Ich bin ja nicht nur kurz verrauchtherapeut. Oh. So, ich gehe jetzt mal gucken, wie es
Jenny ergangen ist auf der Bootstour. Aber ich glaube, sie ist ganz schön nass. Also aufgrund des Schreifaktors, glaube ich mal, Vollbart. Ich bin sehr gespannt, ich gehe jetzt mal gucken. Ich bin ein bisschen nass. Oh ja. Was ist passiert? Du hast ja gar keine trockene Stelle mehr an der Kleidung. Nee, ne? Boah, und das ist so kalt. Ja, jetzt boah. Mein boah, und ihr fahrt jetzt nochmal? Ja, das muss ich ja lohnen. Ja, richtig, wenn schon, denn schon. Aber mir reicht jetzt einmal. Viel Spaß. Oh. Und, lohnt sich? Bleiben Sie kurz stehen, dann sehen Sie die Nase. Oh mein Gott. Ich bin durch. Kein Ausgang. Wie man sieht, ich kann mich ausfringen. Sogar die Kamera ist glitschen nass. Ja, Wie sieht's aus? Guck mal hinten. Du bist nicht nass. Ich hab's du musst mal in der Sonne gucken. Guck mal. Dreh ich mal die Sonne. Der Tower. Schatz, wir müssen im Auto. Ich muss immer Gepäck sprauchen. Ja, das ganze Gepäck schon im Auto. Ja, wir auch. Weißt du, warum ich dich mitgefahren bin? Ja, ich wusste das. Ich hab's ihm gesagt, dass du das sagst. Ich bin ein bisschen nass. Aber es ist ja schönes Wetter. Und ich denke, es trocknet gleich, oder? Es hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Man denkt, man fliegt da raus, man muss sich echt gut festhalten. Also irgendwas in der Hand halten funktioniert auf keinen Fall. Ich tropfe noch nach. Und trocknen wir erstmal. Ja, genau. Ich trockne erstmal und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn ihr da seid und es ist warm, probiert es auf jeden Fall mal aus. Meine Füße sind einigermaßen trocken geblieben. Aber wie ihr gesehen habt, die Hose ist ein bisschen nass und aber ich muss sagen, ich bin eigentlich noch ganz gut weggekommen. Viel Spaß! Danke, gleichfalls! Trocknet vom Sitz. Cool ist das Sonnendach. Thank you.
bisher ist heute nicht viel los. Wir sind gar nichts ist los. Gar nichts los. Wir sind auch an einem Dienstag hier. Ich glaube, es sind aber noch Ferien in Niedersachsen. Ich glaube, die letzten Tage irgendwie. Ich glaube, morgen oder übermorgen geht es hier wieder los mit der Schule. Aber es ist ganz angenehm, ne? Ja, wir sind gerade Kumba-Twister gefahren. Das ist eine Art Frisbee, wo man so von außen sitzt. Sehr kleines Geschäft, aber war lustig. Hat Spaß gemacht. Genau, haben wir jetzt noch auf dem Weg mitgenommen. Denn wir gehen jetzt mal zur Bustour rüber. Die machen wir jetzt mal, damit wir ein bisschen was von den Tieren auch sehen, die hier im Serengeti-Park sind. Ja, außerdem Tiere. Streichelt so. Tiere. Genau. Hallo. 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 Seid ihr alle da? Ja. Na, das ist ja schön. Raus hier. So. Ja, herzlich willkommen hier im Serengeti-Park Kolbenhagen. Ja, zu unseren Giraffen will ich euch kurz erzählen, die sind meistens alle so um die 5,50 Meter groß. Sie haben sieben Halswirbel, nur dass ein Halswirbel ungefähr 35 cm lang ist. Oder bis zu 35 cm. Wie ihr seht, fressen sie das Laub der Bäume und rutschen da an den Zehen an längs und reißen sie da von den Ästen ab. Und damit sie keinen Sonnenbrand auf ihre lange Zunge kriegen, denn die ist 60 cm lang, sind 20 cm vorne ganz schwarz, damit sie eben sich denn auf der Zunge keinen Sonnenbrand holen. Das ist unser weißer Rothirsch. Dem fehlt nur ein Gen. Und das heißt, das ist ein Leucismus. Diese Krankheit nennt sich Leucismus. Da fehlt diesen Tieren ein Gen, um braun zu werden. Aber selbst die Kinder, die er zeugt, sind weiß. Hier könnt ihr auf der rechten Seite sehen, wie schön die sind, die gescheute Schnodern drin. Sind ganz friedliche Tierchen. Wir haben in diesem Jahr 4 Junge gekriegt. Und wir sind stolz darauf, immer wieder neue dafür da. Dies sind die kleinen Rehe, die auch bei uns, wenn ihr hier nachts oder abends oder auch am Tage durch die Gegend fahrt, rundherum um den Park, laufen so viele hiervon, das glaubt ihr gar nicht, wie viele da auch auf der Strecke bleiben. Dann haben wir auf der linken Seite noch unsere, links und rechts, unsere kleinen Zwergesel. Hier vorne ist unser Junges. Das ist geboren im Mai, ist er geboren, ja. Und dahinter ist auch die Mutti davon. Jetzt fahren wir rein in die Tundra. Und Tundra ist Sibirien, also kalt. Zieht euch warm an. Hier könnt ihr auf der rechten Seite, könnt ihr sehen, wunderbar sehen. Das ist unser Bobrowski-Hirsch auf der rechten Seite. Dem Hirschen fehlen aber noch mindestens 3 Zacken an einem Horn, also 6 Stück muss er noch kriegen, dann ist es voll ausgewachsen bis zum Herbst. Dieses Gesicht, wenn ihr das seht, das ist auch immer auf der Jägermeisterflasche vorne drauf. Und wollte ich euch noch was verraten, so dicht wie ich hier jetzt unseren schwarzen Jack sehe, habe ich die noch nie gesehen. Ich bin jetzt fast 2 Jahre hier im Park. Ich bin denen noch nie so dicht gekommen. Hier auf der rechten Seite liegen die schwarzen Jacks. Und auch das kleine Kälbchen da vorne. Guckt mal. Die Mutti hat ihren Kopf oben drauf liegen. Das ist noch gar nicht alt. Das ist 2 Monate alt. Die Kälber, die wachsen so schnell, weil die Muttermilch auch sehr fett ist. Die hat nämlich einen Fettgehalt von 10%. Er wiegt mittlerweile auch schon über eine Tonne. Also das sind schon ganz schöne Burschen. Die sind nicht eingezäunt, krass. Die sind nicht eingezäunt. Dann also dein eigenes Auto. Ja. Guck mal, hier ist ein Der Löwe braucht pro Tag ungefähr 15 bis 20 Kilo Fleisch. Er frisst einmal am Tag nur, das ist morgens.
Ihr könntet sie alle drei auf dem Haufen sehen. Der hier vorne liegt, ist ein sogenanntes Kastrat. Ein Kastrat ist ein kastrierter Löwe. Denn der wurde mit 3 Jahren so frech, dass er seine Mutter bekämpfen wollte. Und das hat unsere Tierpfleger krass, hier nicht zugelassen. Und dann musste er kastriert werden und seitdem hat er keine Hormone mehr. Hier sind unsere Zebras noch auf der rechten Seite. Da sind auch noch Junge bei von diesem Jahr schon. Doch, da, die waren da auch drin. Guck mal. Die Zebras haben alle eine Grundfarbe. Welche Grundfarbe haben die Zebras? Die Grundfarbe ist schwarz mit weißen Streifen. Ein Zebra-Junge, wenn es rausgekommen ist, wenn es auf der Welt ist, kann es eine Stunde später schon wieder laufen und kann anhand der Streifen seine Mutter wiedererkennen und kann es auch genau orten, wo es ist, weil es auch gut riechen kann. Die Zebra-Mutter wehrt ihr oder beschützt ihr Kind so dermaßen, denn wenn die mal zubeißt, dann glaubt ihr, da beißen 8 Pferde durch. So müsst ihr euch das vorstellen. Sie kann 8-mal härter zubeißen wie ein normales Rindpferd. Die Kinder haben bei der Geburt 40 Kilo gewogen. Die Mutti selbst wiegt zu 1800 Kilo. Das Horn vorne auf der Nase wird bis zu 60 cm lang und besteht nur aus sozusagen Fingernagel extrem, so wie unsere Fingernägel. Das gleiche ist auch das Horn. So, jetzt könnt ihr mal die Giraffe von ganz dichten gucken. Die haben auch wunderschöne Augen und lange Augenwimpern. Wisst ihr, wofür die da sind? Die machen sie zu, wenn sie mit dem Kopf ins Gebüsch gehen. Damit schützen sie sich ihre Augen. Du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Ah, doch. Das kennt sich schon. So, jetzt könnt ihr diese Seite auch nochmal schön gucken. Hier könnt ihr nochmal ein paar Aufnahmen machen, schnell. Die warten schon drauf, dass es was zu fressen gibt, wieder was Frisches rauskommt. Aber um 17 Uhr stehen die alle vorm Stall und wissen genau, jetzt kommen wir rein, jetzt kriegen wir frisches Fressen. Schon Black Mamba. Das ist der beste Platz, um da nass zu werden. Ja, super. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei der Astro-Safari. Seid ihr alle gut drauf? Und dann kriegen wir bestimmt noch mal ein bisschen Laune hin. Alle zusammen, volle Kanne, schreien, kreischen, jubeln, was als Zeug. Ich frage nochmal, seid ihr gut dabei? Wir starten direkt hier richtig durch. Warte, warte, warte. Schöpfkarte Tiger auf der linken Seite. Dann ist Schöpfkarte Tiger links. Schaut da mal rüber. Warte, warte, warte. Jetzt kriege ich mal Zeit für ein kleines Mittelrennen mit Herbert und der Wasserbüffel. Auf der rechten Seite kann man ihn sehen. Und vorne rechts auf die Kamera. Ja, Herbert, der startet jetzt mal etwas durch. Oh, Nicky fürs Foto. 3, 2, 1. Bei Chatty. Gleich auf der rechten Seite. Und zwei Alligatoren auf der linken Seite. Oh, oh.
leider. Weil ich würde recht haben, dass er es am Schabbat. Banana to action, soll ich was sagen, das kommt mir gleich an. Oh nein! 2, 1, und das Spiel macht. Oh je, bitte. Mit Peter Louis und die Amtsbande, direkt vor uns. Eieiei, Quincy Matschi, was macht er denn da? So eine Schwangerei. Oh Mann, letzte Reihe des Kurses, die sind schon auf Höhe. Was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nur die Kamera hingehalten. Ich schwöre, ich hab nur die Kamera dahin gehalten. Guck mal, geh mal wieder rüber. Guck mal da. Angeschnallt. Es fehlt ein bisschen Onboard-Sound. Unsere erste Flieger-Anlage. Ja, was wäre? Guck mal, hab ich direkt. Thank you.
eine lockere Runde. Jetzt geht's los, ja. Mir fehlt so ein bisschen die Musik. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Bahn. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber irgendwie ist das nicht richtig gebaut, glaube ich. Das war halt überhaupt nicht schön. Das selten so eine Rappelskiste gefahren wie hier. Ja, aber ich will noch einmal. Ach. Ja. Ach nein. Hast du ihn mitgenommen? Nein, der ist auf mich gekrabbelt. Der ist auf dich gekrabbelt? Ja. Ach, wie süß. Sitzt du da gut? Jetzt nehme ich ihn mit. Nimmst du ihn mit? Ja. Oh, jetzt ist er auf mir. So, wir sind hier live auf dem Serengeti Park. Und ja, wir verabschieden uns jetzt und fahren nach Hause. Mit dem Affen. So, wir sind durch. Es war ein wunderschöner Tag im Serengeti-Park hier in Hodenhagen. Eine Mischung aus Freizeitpark und Zoo, aber eher für die kleinen Leute. Also es gibt hier an Tieren alles Mögliche, aber von der Giraffe bis zum Elefanten, Löwe, Jaguar. Jaguar war, glaube ich, gar nicht dabei. Aber Leopard. Tiger war dabei, Leopard war dabei. Alles, was es so gibt im großen Zoo, kann man hier erleben. Manche Sachen hautnah als Streichelzoo, kann man durchgehen, genau. Anfassen. Totenkopf-Äffchen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Auch für die Adrenalin-Leute gibt es hier ein bisschen was. Man kann ganz viele Sachen fahren. Die Boote sind natürlich hier so ein Highlight. Ne? Boote, ja. Mit Wasser. Black Mamba auf jeden Fall. Black hat Mamba. Heute Morgen mega viel Spaß gemacht.
War klitschnass, aber so ist es halt. Ansonsten findet man hier alles, was man auf so einer kleinen Kirmes findet. Ein Topspin, ein Breakdancer, alles mögliche. Kleine Achterbahnen sind wir gefahren. Nicht schön, aber man kann es auf jeden Fall mal machen. Gerade steht hier auch das Chaos-Pendel noch. Genau, also wer immer mal Chaos-Pendel fahren wollte, kann das hier als Dschungelpendel machen. So heißt das Ganze hier nämlich. Genau. Haben wir gemacht, war Highlight. Genau. Auf jeden Fall war gut. War mein persönliches Highlight heute tatsächlich. Ja, also mein Highlight waren eigentlich die Totenkopf-Äffchen, die dann auf uns drauf gesprungen sind. Als Tiere. Ansonsten ja, Chaos-Pendel und Black Mamba, weil ich Black Mamba ja gefahren bin. Und ja, wir fahren jetzt noch 3,5 Stunden circa nach Hause, wenn wir keinen Stau haben. Ja. Und, dann fahren wir müde ins Bett. Genau. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.